Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Minecraft All the Mods 9. Ich habe gerade irgendwie was anderes im Kopf, aber egal. Wir stellen mal hier auch eine Fackel hin. Dark Ore. Ist das gut oder schlecht? Auf jeden Fall eine weitere Quest completed. Ist tendenziell schon mal gut. Bei Evil Craft oder... Es hört sich an, als wenn das böse wäre. Naja, können wir uns vielleicht auch nochmal bei... oder bei Bedarf angucken. Oder bei Gelegenheit. Ich muss ehrlich sagen, ich habe so keine Lust hier mehr per Hand zu farmen. Aber ich weiß, dass wir auf jeden Fall Osmium brauchen... Ich weiß auch, dass wir Diamanten brauchen, um eben Obsidian zu haben. Um diese Spitzhacke zu machen, damit wir dann auch Richtung dem Autofarmen kommen. Ist sogar die Frage, was ich zuerst mache. Ich glaube, es wäre bald am sinnigsten, hier irgendwo in der Nähe eine Quarry aufzustellen. Und dann gucken, dass wir dieses Old Modium bekommen, um dann in die Farmwelt zu kommen. Und Skelettkopf. Geht das aber auch weit runter. So, aber wir nehmen uns erstmal das Eisen hier mit. Ich werde übrigens niemals wieder den Weg nach oben finden. Jetzt schon so oft so komisch weggelaufen. Oder wollen wir sonst mal probieren, nach oben zu gehen? Ich glaube, mein Inventar ist eh fast voll und wir können zumindest... bisschen was mit dem Redstone machen. Wir können es ja mal probieren, über den Weg finden. Da ist nochmal Eisen, das wollen wir natürlich mitnehmen. Da ist auch nochmal Redstone. Ich glaube, das nehmen wir uns auch noch mit. So viel dazu, wir gehen jetzt mal nach oben. Ja, aber Redstone brauchen wir halt eben eine Menge und Eisen... Ist auf jeden Fall auch nicht verkehrt. Genau. Das brauchen wir nämlich alles ganz gut. Oder zumindest eine gute Menge. Dass wir zumindest das alles von selbst farmen lassen können. Upsi. So, wie sind wir hier lang gelaufen? Ja, hier sind Fackeln. So, dann sind wir hier oben, glaube ich. Weil da sind Lichter. Arschloch. Das hier auch immer wieder interessant, hier weiterzugehen. Also ich weiß, dass das hier gerade der falsche Weg ist. Sogar noch mal eine Kiste. Sogar ein Bett einfach. Das sind sogar zwei Kisten. Ich bin auch eigentlich ein Bonobo, dass ich gerade hier gegessen habe, ne? Eine Diaschaufel. Noch eine Barrel hier. Boah, ja. Das ist ja auch mal sehr nett. Schön viel Eisen. So, dann würde ich sagen, den Gravel lassen wir hier, den Andesite lassen wir hier. Ja, diese ganzen Steine. Auch kein Mensch. Handschuhe haben wir auch.
Jetzt einfach mal, dass ich den wichtigen Stuff irgendwie mitnehme. Wovor ist, glaube ich, nicht ganz so relevant. Diamanten nehmen wir immer gerne mit. Mal, aber vielleicht sollten wir das mal in eine Kiste packen. Hier den Schrott in Anführungszeichen. Ist tatsächlich sehr schön mit den Diamanten. Ja, hier Sounds. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen oder ein schlechtes Zeichen ist. Wir haben auch noch einen Amboss. Ups, wollte eigentlich gar nicht schlafen. Obwohl, können wir eigentlich. Respawn-Punkt ist jetzt eh gesetzt. Denn es ist oben auf jeden Fall hell. Ich bin verwirrt. Bin sehr verwirrt. So, die Kisten sind jetzt alle leer. Es ist nur noch hier was drin. Was wollen wir denn auf jeden Fall mit nach oben nehmen? Ich gehe erstmal tendenziell davon aus, dass wir irgendwas hier unten vergessen werden. Backpack. Was ist denn hier? Rotten Leather. Okay, mit Rotten Flash. Das heißt, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Vielleicht haben wir oben noch was. Ich bin mir gerade nicht sicher. Wir brauchen ja nur ein Leder mehr, dann haben wir schon mal einen Rucksack. So, was können wir noch gebrauchen? Ehrlicherweise hier so ein bisschen Mob-Loot. Kristall. Ja, ich würde sagen, damit gehen wir erstmal hoch. Aber mir darf jetzt echt kein guter Loot über den Weg laufen. Dann bin ich langsam echt ein bisschen überfragt, was wir mitnehmen sollen und was nicht. Jetzt sowieso erstmal den Weg wieder nach oben finden. Da komme ich her. Das könnte problematisch werden. Ja, wir haben natürlich auch keinen Block irgendwie zum Bauen dabei. Aua. Ich stelle mich gerade aber auch echt wie so ein Bonobo an. Einfach hier hin und bauen uns gerade mal hier quer rüber. So. Jetzt ist die Frage, ging es hier irgendwo einfach hoch? Hier von oben einfach gekommen? Ja, ne? Ich kenne mich doch auch. Ich kenne mich doch aus, als wenn ich mich hier verlaufen würde. So, vielleicht können wir dann hier gleich tatsächlich nochmal reingehen. Ich muss schon sagen, die Wegpunkte sind ganz hilfreich. Vielleicht hätte ich auch da unten bei der Kiste und auch bei der Kiste vorher hätte ich vielleicht den Wegpunkt setzen sollen, aber das wäre auch ein bisschen zu einfach. So. Wollen wir mal hier schmelzen. Das packe ich mal hier alles rein. Hatten wir. Doch, wir hatten hier Rotten Flash. Einer fehlt. Och, Mann. Ich möchte doch einfach nur so einen scheiß Rucksack haben, ey. Zombieherz. Hatten wir das mitgenommen? Natürlich nicht. Mann. Warum bin ich so ein Bonobo? Warum bin ich so ein Bonobo? Ja, auch keiner sagen, ne?
Und die Spitzhacke können wir eigentlich hier mitnehmen. So. Können wir tatsächlich gerade mal gucken. Redstone hatte ich jetzt hier reingepackt. Ob wir sonst mal gerade hier upgraden können. Machen das nochmal ganz kurz kaputt. Dann mal die nebeneinander packen. Ja. Sehr gut. Ist sie größer? Nee. Die ist gleich groß, aber mit dem Unterschied, dass wir jetzt hier, wie gesagt, Upgrades reinpacken können. Warte mal, dann... Ups. Et so viel Dingsdöns da. Und dann sind das nämlich die Restock, die Stack Upgrades. Das hier einfach nur ein Holzblock sein. Hier eine Upgrade Base. Okay, Eisen und Holz. Ich glaube, wir brauchen Holz. bauen wir mal die Bäume hier hinten ab. Kann ich euch das auch einmal ganz kurz zeigen? Okay, du läufst vor mir weg. Natürlich auch nicht das meiste Holz, was wir bekommen. Könnten der hier wachsen? Okay, vielleicht sollen wir mal gucken, dass wir ein paar Bäume auch pflanzen. Dass wir dahingehend keine Holzprobleme irgendwie kriegen. Das nervt mich ja jetzt schon ein bisschen, dass wir hier so wenig Holz haben. Und den nehmen wir auch noch, natürlich noch einmal mit. Gerade auch, weil das ein größerer Baum ist. Ganz oben kommen wir gar nicht ran. Wir uns einmal hier ein ganz bisschen höher bauen. So, Eisen haben wir ja zum Glück gerade eben sehr gut in der Kiste gefunden. Weshalb wir dann auf jeden Fall das Upgrade einmal machen können. Lass mich raus. Okay, wir haben an sich ein paar Akaziensetzlinge, aber wir brauchen Erde, um die zu pflanzen. Oder hier auf dem Sand geht das nicht, ne? Nein. So, Erde. Pflanzen wir die hier einfach mal so ein bisschen im Kreis. Der triggert mich ein bisschen. So, dann Eisen brauchen wir. Sehr schön. Ja, auch einmal umcraften hier. So, dann brauchen wir das Stack Upgrade. Ah, Planken. Oh, das ist tatsächlich dann sehr gut. Ist jetzt so und dann die Planken. Es waren 5 Planken, ne? Ach, Gott, Gott, Gott. Machen wir das ganz einfach so. Zack, zack. Wir machen erstmal nur ein Upgrade plus 3. Okay, mit Copper kann man das dann scheinbar noch ein bisschen verbessern. So, und dann den hier reinpacken müsste das jetzt genau auf 128 gehen. Können wir das tatsächlich hier einmal bei jeder machen? Das heißt, wir brauchen noch
Vier Redstone-Fackeln. So, und jeweils zwei Upgrades. Das heißt, wir brauchen wieder zwei blanke Dinger. Eins. Ups. Hier. Zack. Zwei. Und dann hier jeweils eins und zwei. Sehr schön. Dann können wir die hier einmal kurz abbauen. Und die Kiste natürlich jetzt nicht bekommen. Die Redstone-Fackel jetzt. Ah ne, die haben wir hier unten. Ah, alles gut. Nochmal Glück gehabt. So, zack. Ist okay, egal, wie wir die reingepackt haben. Okay, hier passt nichts mehr rein. Jetzt tatsächlich hier jetzt zwischenzeitlich mal gucken. Habe ich die beiden Kisten irgendwo reingepackt? Ne, die hatte ich einfach nur noch nicht aufgesammelt. Wir gehen einmal ganz kurz schlafen. Hier einmal die Kisten. Ich glaube tatsächlich, guck, dass ich die hier alle reinfülle. Ich möchte doch, glaube ich, lieber von rechts nach links hier die Kisten sortiert haben. Und das Coole ist, hier können auch solche einzelnen Items, also die nicht stackbar sind, passen hier zweimal rein. Beispielsweise hier jetzt diese, oder haben wir hier sogar irgendein Item, was normalerweise nicht einzeln reinpasst? Ich glaube gerade nicht, aber okay, beispielsweise hier die Pferderüstung. Die kann man ja eigentlich nicht stacken, aber hier passen zwei rein wegen dem Upgrade, wegen dem Stack-Upgrade. Ist eigentlich ganz cool. Hier passt nichts mehr rein. Die Spitzhacken nehmen wir mal hier unten hin. Das Schwert hier irgendwo reingetan, oder? Ne, warte, da ist das. Okay, da habe ich mich jetzt einfach voll vertan. Aber das ist ja kein Problem. Das Questbuch tatsächlich einmal benutzen, um unsere Belohnung abzuholen. Zwischenzeitlich kam da ja eben irgendwie was. Ein Steak, let's go! So, Diamanten. Ah, jetzt haben wir sogar ein Stack-Upgrade hier bekommen. So, haben wir hier sonst noch irgendwas? Hier auf jeden Fall nochmal was claimen. Origins of the Darkness. Wir haben auf jeden Fall nochmal drei Diamanten bekommen, das ist sehr cool. Haben wir schon sechs Diamanten. Gucken wir uns das einmal ganz kurz an. Okay, hier geht es einfach nur darum, wie das Ganze hier laufen soll. Oder wie das mit dem Mod, sag ich mal, funktioniert. So, das ändert nichts an der Tatsache, dass uns immer noch Leder fehlt. Weshalb wir jetzt einmal nochmal hinten hingehen, wo wir auch den einen kleinen Boss da besiegt haben in die Schlucht. Da einmal dieses Zombie-Herz da uns holen. Wir daraus ja dieses andere Leder machen konnten. Und vielleicht finden wir da auch nochmal ein paar Ressourcen.
Also ich sag mal, ist halt erstmal so klassisch Modpack. Erstmal einige Ressourcen farmen. Huch. Erstmal hier langsam aber sicher aufbauen. Wird dann lang gegangen. Hier, ne? Hier leuchtet es. Ich glaube, wir sind aber hier runtergegangen, ne? Nee, sind wir nicht. Sind wir hier vielleicht lang gekommen? Ah, das ist jetzt ein bisschen belastend. Können wir nicht abbauen? Warte mal, da sind Fackeln. Da ist irgendein Monster mit einer Musikbox. Das ist tatsächlich gut, denn das heißt, da haben wir die Chance, dass wir den Rucksack bekommen, wenn wir den töten. Es ist sehr belastend, dass wir hier reingefallen sind. Zombie, Zombie, nee, Spinne, Zombie, Zombie, Zombie. War den Rucksack zufällig bekommen? Liegt der hier noch? Wir haben den Rucksack nicht bekommen. Wenn das mal alles da sortiert wäre, würde das Ganze deutlich einfacher machen. Boah, warte mal. Hier machen wir uns definitiv einmal einen Wegpunkt hin. Hier Spawner. Die Spawner können wir auch später abbauen und sinnvoll irgendwie verwenden. Fehlt uns eine Hose, fehlt uns. Wie kriegen wir das denn alles hier gescheit raus? Level irgendwie bekommen. Keine Ahnung wie, aber mal bekommen. Okay, warte mal, neue Idee gerade. Wir müssen den Stuff hier mal gerade rausschmeißen, denn sonst können wir die Kiste nicht abbauen. Oder können wir schon? Aber dann geht das kaputt. Oder geht der ganze Loot da auch verschwunden? Da verschwindet er. So, jetzt habe ich mal hier einen halbwegs vernünftigen Satz rausgebracht, ey. So, das packen wir einmal da rein. Es ist hier alles so voll, ey. Okay, das ist schon mal gut, dass wir hier wieder ein bisschen Platz bekommen. Das heißt, die vier noch einmal raus. Zack, 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 zack. Und einmal abbauen. So. Knowledge of Death increased. Okay.
Das hört sich auch wild an. Ist das Rotten Spellbook? Hört sich auch nicht so nett an. Was bist du denn? Eine Voodoo-Puppe? Menschen of Burning and Lightning. Oh, wir haben eine Hose. Let's go! So, jetzt müssen wir natürlich nur irgendwie gucken, wie kriegen wir das nach oben alles hin. So, also definitiv brauchen wir das Rotten Flash. Zombie Heart können wir mitnehmen. Eigentlich ist Abdani egal, was wir mitnehmen. Wir sind hier sowieso nochmal hin. Ja, da haben wir den Rucksack nicht bekommen von dem Zombie. Das wäre natürlich sehr cool gewesen. Von da oben runtergefallen? Ja, ne? Wieder ein neues Skelett gespawnt. Ja, wir haben ja die Schuhe, wenn wir gehittet werden, kriegen wir Movement Speed. Hab ich schon wieder beinahe vergessen. Ist natürlich sehr dankbar, um hier gerade wegzulaufen. So, dann ging es hier hoch. Ist auch ein super gefährlicher Weg, ne? Aber egal, wir lieben die Gefahr. So, es wird dunkel, das passt eigentlich ganz gut zum Abschluss der Folge. Sollen wir in der nächsten Folge auch einen Rucksack haben. Und damit dann logischerweise auch ein bisschen besser farmen können, weil wir da was verstauen können. Haben auch sogar direkt ein Stack-Upgrade. Haben wir ja als Belohnung für irgendeine Quest bekommen. Das heißt, da können wir auch dann nochmal ein bisschen besser Sachen verstauen. Vielleicht können wir den sogar direkt upgraden, dass der von sich auch schon mehr Platz hat. Aber da gucken wir einfach mal. So, einmal kurz schlafen gehen. Gucken, ob hier irgendwie was reinpasst. Leder brauchen wir. Hier den Backpack. Wir brauchen 4 Strings und eine Kiste. Strings. Ja, sehr schön. Und dann... Kiste. Zack, zack. Zack, zack. Backpack. Sehr schön. Dann können wir hier das Stack-Upgrade nehmen. Hier. Geht nicht. Geht das nicht? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Dann müssen wir den erst upgraden. Einmal mit Eisen ummanteln. Müssen wir ja noch irgendwo hier rumliegen haben, das Eisen. Ja, sehr schön. Bis jetzt? Nee. Warum geht das nicht? Oh, warte, das sind hier... Ah, das sind hier andere Upgrades, ne? Ja? Das ist ja auch cool, dieses Auto-Blasting-Dings. So, warte mal, wir können sonst eigentlich mal gucken... Wir brauchen 3 Upgrades hiervon. Okay. Okay, okay, okay. Dann habe ich mich da einfach verguckt.
Gold Backpack passt dann logischerweise auch mehr rein. Aber egal, ich bin erstmal froh, dass wir ein Backpack hier haben. Das ist ja auch schon mal ein guter Anfang, denke ich. Nochmal kurz gucken. Wir haben ja auch schon wieder Questbelohnung hier. Du kriegst teilweise nicht alle Belohnungen. Ach, muss ich nicht verstehen, oder? Mega Torch. Big Radius around the Torch. Bild. Mit diesen Drawn kann man ja, glaube ich, auch irgendwie so ein Lagersystem machen, aber da bin ich nie so wirklich durchgestiegen. Oder beziehungsweise, das habe ich geskippt. Nicht durchgestiegen, ist falsch gesagt. Habe ich mich nie mit auseinandergesetzt. Weil ich meistens direkt auf das ME-System oder was es hier auch gibt, das Refined Storage System gegangen bin. Aber naja, wir schauen einfach mal. So, in der nächsten Folge holen wir den restlichen Loot. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!